Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man diese Color Flashes macht, die ihr gerade gesehen habt. Und wir verschwenden keine Zeit, wir fangen gleich an. Also ihr markiert euch die Stellen, wo ihr den Color Flash haben wollt. Und Markierungen macht man übrigens mit der Stern-Taste, wir drücken einfach auf Stern und dann erscheint so eine Markierung. Ich habe das jetzt schon gemacht und der Clip ist auch schon soweit fertig. Ihr macht jetzt eine neue Einstellungsebene und schneidet die halt so lang bis zum nächsten Beat, vom ersten Beat bis zum nächsten. Und jetzt macht ihr auf die Einstellungsebene den Effekt CC Light Burst. Stellt es hier auf 20, stellt sich immer um und dann macht ihr am Anfang von der Einstellungsebene Keyframe, indem ihr auf die Stoppuhr drückt, geht zum Ende und setzt den Wert hier auf 0. Jetzt nehmt ihr den Effekt Belichtung, zieht ihn auch auf die Einstellungsebene, geht zum Anfang, macht den Keyframe bei Belichtung mit 1, wieder zum Ende und Keyframe bei 0. Und jetzt kommt das letzte, das heißt Tritonus, das setzt ihr auch auf die Einstellungsebene. Und hier bei Mitten, da macht ihr jetzt die Farbe, die ihr wollt, dass der Flash halt so aussieht, in welcher Farbe ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Ich nehme jetzt mal so ein Blau und geht zum Anfang, macht hier mit Original Mischen, ich mache immer so 40, macht ein Keyframe, geht zum Ende. Und macht es auf 100. Okay, das sieht jetzt noch nicht so besonders aus. Aber wenn ihr noch eine ordentliche Color Correction drauf macht, so wie die hier, die packe ich euch in die Beschreibung, könnt ihr euch runterladen, dann sieht es schon viel besser aus. Und das kopiert ihr jetzt einfach und fügt es zum nächsten Beat ein und könnt dann einfach die Farbe ändern. Und das war's auch schon. Also einfach nur kopieren mit STRG und D. An eine andere Stelle ziehen und die Farbe hier ändern. Zum Beispiel jetzt mal auf grün. Und das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.